Ausstellung Schwelt im Jahr auf Rolle und Ölbilder von Frau Elke Schulz, die ich ganz herzlich willkommen heißen möchte, hier in unserer kleinen Stadt Eschenbach, das ja auch für Sie ein Stück Heimat bedeutet. Bis heute der Walter Herrmann ganz treffend in der Zeitung geschrieben war. Ja, ich freue mich, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben in so großer Zahl. Bürgermeister sind auch da, der aus Lille und unser Altbürgermeister Robert Dotzauer und viele Stadträte darüber hinaus, habe ich gesehen. Gäste auswärts aus Grafenwöhr vom Grafenwöhrer Heimatverein sind da, aus Chemnat und Pressrat habe ich gesehen. Seid uns alle recht herzlich Zuhörer. Fast 30 Jahre sind es jetzt her, dass wir die Bilder von Elke Schulz zum ersten Mal in Eschenbach präsentieren durften. Ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert, im September 1982, habe ich so nachgeschaut, lief die Ausstellung im katholischen Pfarrheim über 9 Tage schon in Eschenbach viel unterwegs, auf der Suche nach romantischen Motiven im Stadtbild. Und natürlich im Umkreis ihrer Jugend. Das ist das Titelbild, ne? Ja, passt da toll hin, finde ich, ne? Na, ist gut. Da sieht man, wie viel die Sonne scheint und die Herbstsonne. Ja. Heute sind wir hinten um Obersee rumgegangen. Haben wir genau die Stelle gefunden. Es ist oft. Ja. Dann kam eine, Namen weiß ich nicht mehr, eine Frau rein und sagte, ist das nur da? Und dann ja. Und dann, hey, ich, Immunafrau. Und dann ist sie weggelaufen, hat gefragt und dann hat sie es genommen. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Und das oben und unten zusammenhalten. Ne? Und wo ist jetzt das? Das ist ja die Oberseekiefer. Ja, genau. Und gegenüber. Ja. Konnte man früher den Weg zum Pfadfinderhäuschen ja, gehen. Genau, ja. Und das ist der, und wenn man so ein bisschen runterging, das ist der Bach, der dahin führt, im Winter. Ja, ja. Jetzt geht es nicht mehr, jetzt ist da alles zugewachsen. Das ist alles zugewachsen. Ja. Das ist auch da am Obersee. Das ist sogar um die Ecke gemalt, man. Ja, habe ich mal eine Zeit lang gemacht und dann habe ich gedacht, nee, das war mir dann zu zeitaufwendig. Ja, keine Ahnung. Das war zu zeitaufwendig. Dann habe ich die Ränder einfach in einer Farbe gemacht. Also du machst den Oberseerundgang und dann gehst du nicht rechts rum, wo also die gegenüber dann die Rousselot ist, ja. Sondern gehst links, ja, Talermeier dann. Ach, alles. Ja, aber der alles. Ist eben... Nein, das geht auch hier jetzt da. Aber der ist jetzt, glaube ich, unterbrochen. Da kannst du jetzt nicht mehr gehen. Aber finde ich, hat mir eigentlich immer gut gefallen. Ja. Ja. Im Vordergrund das Schild mit den abgeblühten Sachen. Mhm. Aber jetzt wirst du auf die Probe. Nein, ist nicht der Quatsch. Irgendwo steht da rechts im Alter. Ne? Also pass auf, es ist so. Wenn du vom Hotzerberg nach Kurzerath gehst, von der Wasserheizleitung. Genau, von der Wasserheizleitung. Richtung Nord, Richtung Westen. Richtung, ja. Die Himmelsrichtung, damit habe ich es nicht so. Richtung Kotzenreuth und dann ist es die Morgensonne. Ah, und ja. Diese ganze Gegend, also bei, ich bin ja da in Kotzenreuth aufgewachsen, da hieß es früher immer in der Leiten. In der Leiten. Das war in der Leiten. Und das Wasser vom Festkommen. Ja. Mit Gegenlicht. Ja. Also das hat mich unheimlich beeindruckt. Ja. Wasser. Nee, ja. Der Riedl. Riedl. Günther. Ehrlich? Der. Der hatte früher die Haare ganz dunkel. Ja. Und dann ging das alles in den Bart über. Den Bart hat er. Genau, ja. Heute ist er aber schon ziemlich. Ja, ist ja wegen. Weißhaarig, ja. Ja. Aber das ist ja noch von früher.